Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir endlich in der Ära Taskans des Dritten angekommen und haben den Botschafter von Taskan dem Dritten getroffen, der uns eine Einladung an den königlichen Hof gegeben hat. Und die werden wir wohl wahrnehmen. Die Karte zeigt uns auch an, dass wir da hin sollen. Denn wir haben bisher keinen wirklichen Hinweis darauf, wo das Juwel in dieser Ära ist, also das Juwel der Tugend. Deswegen werden wir erstmal schauen, ob König Taskan der Dritte da irgendwelche Hinweise hat, die uns weiterhelfen, besagtes Juwel zu finden. So, ich gucke mich nochmal hier um. Die Pilze kann ich nicht mitnehmen. Oh, aber die Fässer kann ich zerstören. Und wir werden uns jetzt erstmal angucken, was alles so Schönes hier in der dritten Ära neu passiert ist. Ihr seht, die Sonne scheint wieder, es ist Herbst. Reden wir nochmal mit Gustus. Na, du verrückter alter Kerl. Hype! Das ist es! Hype! Ich habe noch nichts im Lehrbuch über die Zeit gefunden, aber das wird schon noch. Komm mich später besuchen, dann werde ich gewiss weitere Informationen für dich haben. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg in den Wald. Ich habe keine Ahnung, ob es diesmal Bienennester geben wird im Wald. Aber schauen wir mal. Also auf jeden Fall entweder in der Stadt oder im Wald gibt es auf jeden Fall noch einmal Bienennester, soweit ich weiß, für einen Upgrade. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt in der Ära ist oder in der vierten und wo genau, aber das werden wir ja schon sehen. Die Brücke war wesentlich leichter zu überqueren, jetzt wo keine Fledermäuse draußen sind. Aber nun gut. Schauen wir mal, ob es was für uns zu tun gibt. Es kommt auch ein neuer Ladebildschirm. Wobei, den haben wir eigentlich schon gesehen, als wir in diese Ära gereist sind. Ja. Und es gibt tatsächlich Bienennester. 0 von 10 Stück. Na gut, dann fängt das Suchen wieder an. Und ich habe direkt den ersten schon gefunden. Und dafür wechsle ich mal wieder zurück zu den blauen Bolzen. Wir wollen ja unsere modernen Bolzen nicht verschwenden dafür. Auch wenn ich eigentlich genug Bolzen habe. Na, komm. Vorsichtig. So, damit hätten wir einen Bienenstock schon mal. Sind die Wölfe wieder da? Ach, die sind immer wieder da. In jeder Ära. Das ist so ein schönes Willkommen. Da fühlt man sich gleich wie zu Hause, wenn einen die Wölfe hier angreifen. Na, komm her. Komm her. Hallo? Lauf nicht weg von mir. Ich will dich doch nur mit meinem Schwert streicheln. Oh. Ja, du hast es aber eilig. Komm mal her, du kriegst auch deine Streicheleinheit. Bitteschön, brauchst mir nicht zu danken. So, Bienennester, Bienennester, Bienennester. Ich sehe gerade nichts. Ich schaue vorsichtshalber aber nochmal auf der anderen Seite des Baumes nach. Aber da haben wir auch nichts. Wunderbar. Dann gehen wir mal Zatila besuchen. Vielleicht hat der ja irgendwelche Neuigkeiten für uns. Und er hat ein Bienennest in seiner Höhle. Ich glaube, der ist ganz froh, wenn wir das entfernen. Na? Wie geht's dir, alter Freund? Sei gegrüßt, Hype. Es ist Herbst. Die Farben dieser Jahreszeit sind wunderschön, aber sie verdecken bloß den Tod der Natur. Es ist traurig. Alles ist traurig. Du wirst sehen, Hype, dass sogar ein Mann mit einer noblen Aufgabe betrübliche Dinge hervorrufen kann. Die anderen sind neidisch. Es macht die Menschen misstrauisch. Ah, menschliche Dummheit. Tja, es ist schon interessant, wie düster die Stimmung des Drachen teilweise ist. Also, das ist so, als hätte Ubisoft vergessen, dass das ein Kinderspiel ist. Tja, aber hey, wir haben die Bienen für dich erledigt. Oder hast du den Honig gemocht? Wenn ja, dann tut's mir leid, aber ich will die Belohnung haben. So, nochmal genauer umschauen. Man weiß ja nie, wo das nächste Nest sein kann. Wir haben ja schon gesehen, dass die teilweise echt nah beieinander sind. Und wenn ich eins verpasse, wäre das echt ärgerlich. Gut, hier scheint aber keins mehr zu sein. Oh, wer steht denn da? Hallo. Du bist... Das bist ja du. Hype. Ich bin Nolin, Chefin der Räuber. Meine Mutter Charon und mein Vater Terrio haben mir viel von dir erzählt. Ich habe den Eindruck, dass ich dich schon ewig kenne. Ich bin hier jeden Tag herumspaziert in der Hoffnung, dich zu treffen. Die Räuber arbeiten jetzt für dich. Als er erkannte, wer du bist, hat König Taskan II.
den Räubern von einer geheimnisvollen, verlorenen Stadt erzählt. Er hat ihnen einen Zugangsplan zu dieser Stadt gegeben und hinzugefügt, dass er dir vielleicht eines Tages von Nutzen sein könnte. Der Zugang zu dieser Stadt führt durch ein Dolmen, ein keltisches Steindenkmal. Wir suchen es noch immer. Mach dir deshalb also keine Sorgen. Du solltest stattdessen Taskan den Dritten in seiner Festung treffen. Ich lasse dich wissen, wenn wir die Passage gefunden haben, und gehe durch mein Dorf. Einer meiner Männer hat neue Bolzen für deine Armbrust vorbereitet. Viel Glück. Ja, das klingt doch gut. König Taskan II. Ist doch auf unserer Seite gewesen. Wobei, er war ja gar nicht da. Also, wenn ich mich richtig erinnere. Er war ja irgendwo auf Reisen. Es kommt mir komisch vor, dich jetzt leibhaftig zu sehen, Hype. Man hat mir schon seit meiner Kindheit von dir erzählt. Also los, mach dich auf den Weg und triff Taskan den Dritten in seiner Festung. Er erwartet dich. Ja, ja, bla bla. Aber ich finde das halt cool, dass man dann nach und nach neue Charaktere kennenlernt, deren Eltern man bereits vorher schon getroffen hat. Also, das ist echt ziemlich cool an diesem Spiel. Das mag ich sehr, dieses Element. Aber nun gut, neue Bolzen, das klingt doch verdammt gut. Und, oh nee, Fledermäuse, okay. Für die sollten auch meine normalen blauen Bolzen ausreichen, hoffe ich. Damit dürfte ich die one-hitten, jawohl. Da hinten, da ist auch noch eine, okay. Ich erledige die jetzt lieber aus der Ferne, als mir gleich irgendwie Probleme im Nahkampf einzuheimsen. Da sehe ich noch zwei versteckt hinter den Bäumen. Ist da rechts irgendwo was? So direkt sehe ich nichts. Okay, mal schauen, ob ich die von hier aus treffen kann. Na, komm, Hype. Jawoll. Oh, da ist ja noch eine. Direkt dahinter. Okay, die kann ich scheinlich von hier aus nicht treffen zu können. Aber das sollte ein kleiner Schritt in diese Richtung beheben, hoffe ich. Komm. Hallo? Geht doch so. Und dann noch die da hinten. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Da sehe ich schon ein Bienennest. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und die alte Schalter für das Dorf. Der Räuber ist immer noch da. Da werden wir gleich mal hochgehen. Aber erstmal schaue ich mich nochmal hier genau um, ob ich nicht noch ein Bienennest finde. Oder irgendwelche Kräuter oder sonst irgendwelche schönen Überraschungen. Oder böse Überraschungen. Man weiß ja nie so recht. Aber hier scheint weiter nichts zu sein. Das ist ein Räuber. Hallo. Aber ihr seid ja Hype. Was für eine Ehre, euch zu treffen. Ich suche nach dem Dolmen, dem Denkmal, das den Zugang zur verlorenen Stadt erlaubt. Vielleicht wisst ihr es schon. Die Rüstung, die ihr tragt, hat König Taskan II. In einer verlorenen Stadt gefunden. Kurz nach eurer Abreise hat der König erfahren, dass ihr der einzige Ritter wart, der die Rüstung im Park der Tapferen gewinnen konnte. Er hat sich gesagt, dass ihr etwas Besonderes sein müsst. Also hat er einen geheimen Plan gezeichnet und ihn Charon, unserer ehemaligen Anführerin, gegeben. Er war sich sicher, dass ihr mehr über diese Stadt erfahren möchtet. Alles in allem war er ein recht guter König. Ich habe das Gefühl, dass wir uns unserem Ziel nähern. Klingt gut. Vielleicht ist da ja das nächste Juwel, das Juwel der Tugend in dieser Stadt. Wir werden sehen. Aber nun gut, hier scheint nichts weiter zu sein, deswegen drücke ich mal den Knopf, um hoch ins Dorf der Räuber zu kommen. Und schau mal, was für neue interessante Sachen wir da finden. Und inwieweit die Räuber das Dorf ausgebaut haben in der Zeit, in der wir nicht da waren. Aber vorher gucke ich nochmal schnell hinter diesem Baum, weil ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, was ist das Rote da hinten? Ach, das ist einfach ein Loch in den Blätterwerk, okay. Ich gucke vorsichtshalber nochmal hinter dem Baum, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich da geguckt habe, aber da scheint nichts zu sein. Deswegen, gehen wir auf den Aufzug und besuchen die Räuber. Und das, was Nolin heißt sie, glaube ich. Ich habe den Namen schon wieder verdrängt. Laut dem, was sie gesagt haben, sind die Räuber jetzt mir unterstellt. Das ist schon ziemlich cool. Ist so eine eigene persönliche Räuberarmee. Wer hätte das nicht gerne, ne? So, erstmal wieder hier alles ausrauben. Magische Eichel an uns nehmen. Dieser Gang hier ist neu. Aber wir reden erstmal mit dem Kerl da drüben. Hallo. Das ist eine Ehre für mich, Ritter Hype. Ich bin Anton, ein einfacher Räuber. Ich warte seit meiner Kindheit auf diesen Augenblick.
Charon und Derio haben sich mit ihrer Beschreibung nicht getäuscht. Gut, hier sind die Pfeile, die ich extra für euch geschnitzt habe. Vielleicht gibt es noch etwas anderes in unserem Dorf, das euch Freude machen könnte. Zögert nicht, euch umzuschauen. Dankeschön. Sind das jetzt wirklich komplett neue Bolzen oder? Nee, der hat einfach nur normale Pfeile für uns gemacht. Schade, ich hätte gehofft, dass wir jetzt neue Bolzen bekommen würden, die nochmal besser sind als die roten, aber das ist leider nicht der Fall. Könnte ich mal mehr Geld aufnehmen? Könnte ich hier irgendwo was ausgeben? Sagt mal, Räuber hier, na, wie steht's? Da oben steht doch jemand, oder? Ja, Tatsache, und das ist die Leiter, von daher alles kein Problem. Ihr habt das Abzeichen der Räuber, dann müsst ihr Hype sein. Seid willkommen. Ihr müsst wissen, dass die Annahme eurer noblen Mission für die Räuber von großem Vorteil war. Seit dem Bürgerkrieg sind Gold und Reichtümer rar. Das Wegelagerertum war zum Aussterben verdammt. Seid vorsichtig im Wald. Im Laufe der Jahre ist es den Alchemisten des großen Labors gelungen, die Geister zu wecken. Ja, die waren doch schon in der Ära Taskans des Zweiten aktiv. Von daher dürfte das nichts Neues sein. Oder haben die eine neue Art von Geistern herbeigerufen? Das wäre nicht so gut. Aber mit denen werden wir schon fertig. Damit bin ich mir ziemlich sicher. So, gucken wir nochmal, was hier oben ist. Ob der Räuber uns noch interessante Neuigkeiten zu erzählen hat. Oh, eine Kiste. Hallo. Ah, ein grünes Kraut. Da hätte ich mir was Besseres erhofft. Ihr seid Hype. Ihr seht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Willkommen in unserem Dorf. Seit dem Bürgerkrieg kümmert man sich nicht mehr um die Räuber. Und das ist gut so. Wir beschäftigen uns jetzt damit, den Ort zu suchen, der im alten Plan von Taskan dem Zweiten verzeichnet ist. Hype. Zatila steht uns sehr nahe. Aber seit einiger Zeit ist er so reserviert und nachdenklich. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Ich dachte, Zatila will sich nicht wirklich in deren Angelegenheiten einmischen, sondern denen helfen, ohne dass sie bemerken, wer das ist. Warum kennt er seinen Namen? Oder warum kennen die Räuber ihn? Naja, egal. Vielleicht hat er seine Meinung geändert. Man weiß es nicht. Es ist halt ein Drache. Wir gehen erstmal hier raus und schauen uns an, inwieweit das Dorf gewachsen ist. Denn da sind ein paar neue Sachen hinzugekommen, wie ihr schon an dem Gang gesehen habt. Wobei, ja, hier sieht das nicht so aus. Aber egal. Vollkommen egal. Oh, da ist nichts. Und dann schauen wir mal hier, was hier ist. Kann ich diesmal da hoch? Ich glaube ja nicht, oder? Doch, da oben ist ein Kraut. Ich sehe es von hier aus. Da muss ich eigentlich... Jawohl, ich komme sogar drauf. Sehr cool, ich darf bloß nicht runterfallen. So. Da frage ich mich, ob ich das in der Ära Taskans des Zweiten auch gekonnt hatte und bloß einfach zu doof dafür war. Muss ich demnächst nochmal ausprobieren. Ah, nicht runterfallen. Ich will schon wieder links sagen. Hype. Hype, Hype, Hype. Kann ich da hoch? Oh Gott. Ja, ich kann, aber hier ist nichts. Na gut, kann ich da irgendwie runterspringen von hier aus? Guck mal, was auf dem Dach ist. Eine Schatztruhe. Hallo, meine Schöne. Und da ist ein blauer Trank drin. Ernsthaft? So eine gut versteckte Schatztruhe und da ist nur ein blauer Trank drin? Na super. Egal. Wir gehen mal weiter und gucken uns das hier an. Erstmal in das Haus des Hauptmanns. Und wenn das überhaupt noch das Haus des Hauptmanns ist. Nichts drumherum. Hallo, ist jemand zu Hause? Eine Katze! Hi! Na? Willst du dich streicheln lassen? Aber nichts hier. Wobei, was ist hier? Ach nee, ich dachte, da ging's hinter die Ecke. Sieht irgendwie seltsam aus hier, dieser Strich. Als ob da irgendwie das verschiebbar wäre, oder? Egal. Da wird nichts sein. Zumindest weiß ich... Also gut, ich weiß nicht, ob da nichts ist, aber... Es ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass da was ist. Aber wir finden hier im Dorf der Räuber noch eine andere Kleinigkeit, wegen der ich auf jeden Fall hier hingekommen bin. Und zwar finden wir die auf dieser Seite. Und ihr seht da oben etwas, was ich mir mal eben aufschreiben muss, nachdem ich diese Fässer zerstört habe. Denn das ist relativ wichtig, damit wir unbeschadet vorankommen. So, Moment. Ich habe schon Stift und Zettel direkt hier bereit. Deswegen schreiben wir das mal auf. Wir haben einen, oder ich male es besser auf, wir haben einen Pfeil.
Dann haben wir ein dreiblättiges Kleeblatt. Ich kann kein Kleeblatt malen. Moment. Dumm, dumm. Dumm, dumm. Dumm, dumm. So, das wird genügen. Einen Frosch. So. Naja. Für mich genügt's. Ist kein schöner Frosch, aber egal. Eine Pfote. Einen Pilz. So. Dann haben wir... was soll das darstellen? Beeren? Ich nehme an, das sind Beeren. Dup, 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 dup. Dann ein Blatt. Nein, das ist kein Blatt. Ich kann echt nicht gut malen. Dum, 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 dum. Ich sollte mal Mist spielen. Da muss ich noch mehr aufschreiben und malen. Jetzt kommen bestimmt ganz viele Kommentare von wegen, ja, spiel unbedingt mal Mist, mach ein Let's Play davon. Mal schauen. Und ein Schmetterling am Ende. Gut, dann habe ich das aufgeschrieben. Dann können wir jetzt ohne Probleme in diesen Raum hineingehen. Und ihr werdet direkt sehen, wofür ich diese Kombination brauche. Ja, um an dieser Falle vorbeizukommen. Gut, wir fangen an. Wir sind auf dem Pfeil. Dann kommt als nächstes das Kleeblatt. Also gehe ich dahin. Ein Frosch. Dann, was soll das sein? Ach, so eine Tatze. Okay. Dann kommt der Pilz. Hallo, Pilz. Ich muss auch aufpassen, dass ich hier nicht an den Rand komme. Denn da kommen, soweit ich weiß, aua, seht ihr ja Stacheln raus. Und, oh, wir hatten ein ganz schönes Stück von unserer Rüstung abgezogen. Aber nun gut, als nächstes kommen die Beeren. Dann kommt das Blatt, nicht das Kleeblatt, sondern das normale Blatt vom Baum. Und ein Schmetterling, der hier so schön schmettert. Und dann fängt es wieder von vorne an. Pfeil, Kleeblatt, Frosch, Tatze, Pilz... Beere, Blatt, Schmetterling, Pfeil, Kleeblatt, Frosch, Tatze, aua, Pilz, Beere, Blatt, Schmetterling. So, und hier haben wir nämlich eine sehr schöne Kleinigkeit, und zwar einen Zauber. Ja, der letzte Sperrzauber, der uns noch gefehlt hat. Oh, ist das schön. Übrigens habe ich nochmal nachgeguckt, wie der Name von dem... Jenigen ist, der mir sehr viele Kommentare geschrieben hat beim letzten Mal, habe ich irgendwas gedacht von wegen MK, Indiana Jones irgendwie so. Und er heißt MK Indiana Jones. Und er hat auch ein Video gemacht, wo alle Orte von den Zaubern zu sehen sind. Und das hat mir auch sehr geholfen, nochmal aufzufrischen, wo die Zauber sind. Und die beiden Zauber, die ich nie im Leben gefunden hätte, zu wissen, wo die sind. Und zwar einmal ist das die Dreieinigkeit der Eismagie. In der ersten Ära, wo wir die Geister besiegen mussten. Und dann ein Zauber in der vierten Ära, den ich jetzt noch nicht verraten werde. So, wir sind jetzt auf jeden Fall Meister der Magie. Electricus Magicum Speer. Und irgendwie lag das Ding noch da. Egal. So, schauen wir uns das mal an. Ich kann schon verraten, wir werden noch den Heiligenschein von der Eismagie in dieser Ära finden. Und die Dreieinigkeit von der Feuermagie. Und die letzte Art Zauber... werden wir dann in der vierten Ära finden. Ich werde auch nicht verraten, was genau das ist, also lasst euch überraschen. Hiermit deaktivieren wir auf jeden Fall die Falle, glaube ich. Ne? Ja? Ich glaube schon. Und auf jeden Fall speichern, das ist auch schön. Habe ich noch Zeit? Ja. Ja. Hm. Eigentlich nicht so viel, aber egal. Wir spielen noch ein bisschen weiter. Ich habe jetzt richtig Lust drauf. Und ein paar Minütchen gehen ja noch. Eigentlich habe ich 20 Minuten voll oder 19 Minuten, aber egal. Wir schauen uns mal an, was wir noch so finden, und ich spiele bis zum nächsten Speicherstand, selbst wenn es mal eine 30-Minuten-Folge wird. Ich denke mal, ihr werdet das nicht so schlimm finden, oder? Hm? Wie auch immer. Oh, ich hoffe, die Fledermäuse sind jetzt nicht wieder da. Wenn doch, dann muss ich einfach rennen. Hier ist ja nichts mehr. Ich habe ja alles erforscht. Hoffe ich zumindest. Und wir gehen mal weiter in das Stück Wald, das vor dem Kloster ist. Ja, Fledermäuse. Ich glaube, das links oben ist ein Oh nein. Oh nein. Okay. Hype, renn. Bloß weg hier. So. Da oben ist ein Bienennest. Aber ich will mich erst umdrehen, damit ich nicht von der Fledermaus von hinten... Ah! Geht weg. Ihr blöden Mistvieh. Komm her. Ha. Hallo? Okay. Ich habe nicht mal richtig gezielt und sie erledigt. Das ist natürlich schön. So. Ein Bienennest weniger. Und was erwartet uns hier? Ich höre einen Geist. Hallo? Moment, da muss ich ein bisschen weiter weg. Hallo?
wollte mich jetzt eigentlich mal hier... So. Hopp. Und sterbt, ihr blöden Mistviecher. Oh, das ist so schön, dass ich sie besiegen kann. Wenn ich immer noch gedacht hätte, dass sie unverwundbar wären, das wäre echt... Uah. Vor allem dann wäre hier die Jagd nach den Bienenstöcken echt nervig gewesen. Und ich sehe gerade, ich sollte mal einen Trank trinken. Oder zwei. So, die Hälfte der Bienenstöcke haben wir schon. Ich gucke mich nochmal genauer um, ob nicht irgendwo, da wo ich es nicht erwarte, noch ein Bienenstock hängt. Aber das sieht nicht so aus. Vielleicht hier beim Kloster irgendwie. Kann ich ins Kloster rein? Hm, ich glaube nicht. Das Schlüsselloch ist auf jeden Fall weg. Warum war das in der Ära Tuscan des Zweiten? Einfach um zu symbolisieren, dass es abgeschlossen war, oder? Hm. Mysteriös. Monitum Publicum, der Rat der Mönche betrachtet König Tuscan den Dritten als seinen Verbündeten im Streben nach Frieden. Deshalb befürworten die Mönche die Anwesenheit königlicher Ritter im Kloster. Sie sollen unsere Tempelritter im Falle eines Überraschungsangriffes der Feinde verstärken und das für die Dauer des Bürgerkriegs. Oh, das ist aber cool, dass die zusammenarbeiten. Kann ich da auch rein? Nein, kann ich nicht. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg in die Stadt und versuchen die letzten Bienenstöcke zu finden. Ich habe irgendwas gehört, oder? Achso, das waren meine eigenen Schritte. Na super. Man kann sich auch vor seinem... Wo kam dieser Baumstamm her? Ich wollte gerade sagen, man kann sich auch vor seinem eigenen Schatten erschrecken. Und dann... Wo zur Hölle kommen die her? Okay, ich sollte mich vorsichtiger fortbewegen hier in dieser... Ja, genau. Das Wetter heute sehr holzig. Boah, hallo? Ernsthaft? Wo kommen diese Baumstämme her? Das ist schwarze Magie, eindeutig. Der Fluch des schwarzen Ritters. Und da sind Skelette. Oh nö. Und ein Bienenstock. Komm her. So. Wie viele bleiben noch? Vier. Dann schauen wir mal, ob wir die finden können. Ich werde mich hier nicht so lange mit den Skeletten aufhalten. Ich gucke mich erstmal um, ob ich irgendwas finde. Auf dieser Seite? Nee, ich versuche die mal zu umgehen. Vielleicht wachen die dann ja nicht auf. Ich meine, die sind nicht schwer zu besiegen, aber da sie halt immer wieder respawnen, beziehungsweise immer wieder aufstehen, die respawnen ja gar nicht, sind sie halt sehr nervig. So, ich wette... Genau, du stirbst erstmal. Wow, noch zwei Schläge. Bin ich stärker geworden? Oh, das ist cool. Ich glaube, irgendwie hatte... Also, irgendein Charakter hätte das erwähnt, dass wir durch die Juwelen stärker werden, oder? Hm. Ist hier kein Bienenstock? Das finde ich aber doof. Vielleicht hier drin? So Erdbienen? Nicht? Ah, das ist schade. Oh, doch, da ist einer. Gut, dass ich hier nachgeschaut habe. So. Dann bleiben noch drei übrig. Und ich hoffe, dass wir die jetzt vor der Festung finden. Sonst muss ich das alles nochmal absuchen und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. So, komm. Einfach für den Spaß töte ich die mal und ich glaube, ich sollte mal meinen neuen Zauber ausprobieren. Das habe ich noch gar nicht gemacht hier. Elektricus Magicum Speer. Nimm das! Haha, sehr schöner Zauber. Mag ich. Mag ich wirklich. Nun gut, haben wir hier irgendwas? Bienen? Bienen, hallo? Hat jemand Bienen gesehen? Nicht? Nein, nein! Ah, verdammt. Das war ein Schritt zu viel. Hopp. Wow, das war knapp. Ich guck mal lieber hier unten. Könnte ja sein, dass da wieder irgendwie ein Bienenstock versteckt ist. Wobei, das sieht nicht so gut aus. Hm. Okay. Vielleicht von der Seite nochmal an dem Pfeiler? Nein. Der auch nicht. Oh, weia. Die Chance, noch alle zu finden, wird immer geringer. Hahaha, nicht gut. Na du, Taube? Möwe? Keine Ahnung. Hm. Hier ist nichts. Ist da etwas? Nö. Das ist doof. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Da ist das neue Banner von Tuscan im Dritten. Das sieht schon viel besser aus. Da ist auch schon die Lilie mit drin. Seht ihr das? Und eine Krone.
Also soweit vom Banatas ganzes Viertel ist das nicht mehr entfernt. Aber ich sehe echt keine Bienenstöcke. Das ist schade. Ich bezweifle, dass wir hier vorne noch drei finden werden. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Nicht? Nein? Keine Bienen? Irgendwo? Nein? Nun, das ist sehr, sehr ärgerlich. Vielleicht ist hier drin ja noch ein Bienenstock. Also ich meine, dass auf jeden Fall einer noch hier drin ist. Aber die anderen, die muss ich dann nochmal suchen gehen. Also hier müsste einer drin sein. Jawohl, da ist einer. So, ich gucke nochmal eben schnell auf die Uhr. Ach ja, ich mache eine 30-Minuten-Folge draus. Ich will jetzt die ganzen Bienenstöcke noch finden. Ich habe keine Lust, das unerledigt zu lassen. Und zwei, ich werde sie schon finden. Ich frage mich bloß, wo ich die übersehen haben könnte. Ich renne einfach nochmal durch und schaue mir alles genau an. Das ist ja, Moment, habe ich da hinten irgendwas gesehen? An der fernen Küste, wo wir gar nicht hinkommen? Nee, das ist nur ein Stück vom Wald. Okay. Vielleicht offenbart uns sicher der Bienenstock, wenn wir rückwärts hier durchgehen. Ich hoffe es zumindest. Und wenn nicht, dann muss ich mal offscreen ein bisschen suchen, weil ich will euch eigentlich stundenlang damit langweilen, dass ich hier durch den Wald renne und irgendwelche komischen Bienenstöcke suche. Eigentlich müsste hier doch noch einer sein, oder? Das ist so ein großes, offenes Gebiet. Ja, setz dich ruhig zusammen, ist mir egal. Komm, stirb. Und du dahinter auch. So, wunderbar. Ihr seid tot, das Geld kann ich nicht gebrauchen. Ja, beides Geld. Ich dachte, das eine wäre eine magische Nuss. Ich gucke mich doch mal hier genauer um. Eigentlich glaube ich nicht, dass hier was ist. Nee. Weil ich meine, hier hätte ich wirklich alles angeguckt. Aber man weiß ja nie. So, da kann ich nicht gucken. Hier kann ich gucken und hier ist nichts. Deswegen nehme ich an, hier ist wirklich nichts. Okay. Dann gucken wir nochmal da, wo die Baumstämme heruntergefallen sind. Da haben wir ja auch keinen Bienenstock gefunden. Also hier vorne an dem Baum natürlich. Hier in dem großen. Aber ansonsten... Sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus, Leute. Und das ist gar nicht schön. Vielleicht irgendwo hier so? Nein? Vielleicht? Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Vielleicht hier? Nein. Oder hier? Nein. In Wänden vielleicht? Also an den Bäumen nebenan, wo ich nicht durchlaufen kann? Auch nicht. Ja, das ist jetzt sehr seltsam. Och nee, ihr schon wieder. Ja, komm her. So, ich renne einmal rein und hopp. Und hopp. Und hopp, so. Blöde Geister. Hab ich hier irgendwo vielleicht einen Bienenstock übersehen? Da, Leute, ich fürchte, ich werde das gleich den Part beenden und dann offscreen noch einmal ein wenig nach den Bienenstöcken suchen und die dann in der nächsten Folge für euch kaputt machen. Hab ich hier vielleicht... Na, geh ein Stück zurück. Ich kann die Kamera da nicht bedienen. Das ist äußerst unschön. Habe ich da was übersehen? Sieht nicht so aus. Wo können die denn sein? Wo habe ich die übersehen? Die können doch nicht sonst wo sein. Oder sind die eventuell in einem Gebiet, das ich noch nicht erreichen kann? Denn hier wird sich auf jeden Fall noch was auftun später. Und ich fürchte fast... Die Bienenstöcke kann ich jetzt aktuell noch gar nicht erreichen. Ja, komm, Fledermäuse geht weg. Ich glaube, so ist es wirklich. Ich gucke nochmal eben hier hinter dem Baumstamm nach und auf der Lichtung mit den Wölfen. Aber das wird wahrscheinlich nichts helfen. Das ist die Eingebung, die ich gerade habe. Okay, ich werde später dann auf jeden Fall nochmal nach den Bienenstöcken suchen. Denn ich vermute, ich weiß, wo sie sind. Ein gelbes Kraut. Das ist schön. Hallo? Meine Güte. Aber wir haben ja fast volle rote Tränke. Da kann ich ruhig mal einen benutzen. Ich muss nur meine Rüstung mal wieder reparieren. So, nochmal hier genau umgeschaut.
Nein, kein Bienennest. Okay, egal. Da hinten gucke ich jetzt nicht nochmal nach. Ich werde in die Stadt gehen. In die Taverne, wenn ich da denn hinkomme. Und speichern. Und dann in der nächsten Folge die Stadt unsicher machen. Und wenn es da auch Bienennester gibt, oh Gott, ich hoffe nicht. Ich kann mir Schöneres vorstellen, als nach Bienennestern zu suchen. Aber nun gut, was tut man nicht alles, wenn man ein edler Ritter ist und die Welt vor den bösen Killerbienen beschützen will? Denn das ist eindeutig der größere Feind, wenn man ihn mal mit dem schwarzen Ritter vergleicht. Naja. Los, lauf schneller, Hype. Jetzt könnte ich die Rennschuhe sehr gut gebrauchen. Denn ich will einfach nur die Stadt. Ich habe schon viel zu viel Zeit verschwendet in dieser Folge. Wow, ich habe jetzt schon über eine halbe Stunde aufgenommen. Okay, es wird wirklich Zeit, dass ich den Part beende. Komm, Hype. So. Na? Wisst ihr was? Ich werde den Part jetzt hier beenden. Denn ich muss ja nicht unbedingt am Ende des Parts speichern. Ich kann ja auch so dann danach speichern gehen und dann das nächste Mal wieder hier hinlaufen oder direkt eine neue Folge aufnehmen hiernach. Deswegen hoffe ich, ihr hattet Spaß bei der Folge, auch wenn nicht wirklich furchtbar viel passiert ist und ich eigentlich nur sinnlos rumgelaufen bin. Aber ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und hier sind keine Bienenstöcke, Gott sei Dank. Und ja, macht's gut und bis dann.